Auf unserem Blatt steht, wenn wir eine Matrix vom Typ M Kreuz L haben und eine Matrix vom Typ L Kreuz N, dann können wir die multiplizieren. Sagen wir die erste A, die zweite B, dann können wir das Produkt A mal B bilden, nennen das Ergebnis C und das ist dann eine Matrix vom Typ M Kreuz N. Nochmal, wie kam das zustande hier mit den Formen? Die erste Matrix A ist vom Typ M Kreuz L, die zweite ist vom Typ L Kreuz N. Es wird also hier verlangt, dass die Anzahl der Spalten der ersten Matrix und die Anzahl der Zeilen der zweiten Matrix, dass das gleich ist, damit wir das multiplizieren können. Und raus kommt dann eine Matrix, die so viele Zeilen hat wie die erste und so viele Spalten wie die zweite. Jetzt, wie berechnet man die Einträge dieses Produkts? Wir geben der neuen Matrix hier C, die hat den Namen C, da schreiben wir wieder für die Einträge klein CIJ und dann ist auf dem Blatt diese Formel hier angegeben. Und unter die habe ich dann drunter geschrieben, das sei jetzt kurz Zeile mal Spalte. Was habe ich denn damit gemeint? Wenn wir hier mal gucken, wenn wir den Eintrag in der ithen Zeile und jten Spalte vom Ergebnis ausrechnen möchten, dann kommen hier offensichtlich nur Sachen aus der ithen Zeile der ersten Matrix und aus der j-ten Spalte der zweiten Matrix vor. Und der andere Index, na, hoppla, hier das k, das ist das, was läuft, das ist jetzt der Spaltenindex der ersten und der Zeilenindex der zweiten Matrix. Deshalb wollten wir, dass die da gleich groß sind. Das war dieses L, weil das läuft jetzt jeweils von 1 bis L. Das heißt, wenn wir also wissen wollen, was ist in Zeile I und Spalte J im Ergebnis, dann gehen wir zu Zeile I von A und zu Spalte J von B und dann laufen wir in dieser jeweiligen Zeile und Spalte die Einträge durch, multiplizieren das erste mit dem ersten, das zweite mit dem zweiten, dritte mit dem dritten und so weiter und addieren die auf. Addieren die auf, steht hier vorne. Machen wir das mal in einem Beispiel. Hoppla. Also hier wäre mein Beispiel. Wir haben eine Matrix, das hier hat zwei Zeilen und drei Spalten. Diese hier hat drei Spalten, ne, drei Zeilen, Entschuldigung, und vier Spalten. Das sage ich schon selber falsch. Die können wir also multiplizieren, weil hier in der Mitte zweimal die 3 steht. Und was dann rauskommt, ist eine 2 Kreuz 4 Matrix. Also das Ergebnis wird eine 2 Kreuz 4 Matrix sein, gerade dieses Produkt der beiden hier. Und wenn man jetzt schnell durcheinander kommt mit diesen vielen Zahlen, schreibe ich das ganz gerne so, dass ich diese Matrix hier so ein bisschen runterziehe. Und dann machen wir da so ein Kreuz, so eine Tabelle. Und dann entsteht hier das Ergebnis. Also diese Matrix vom Typ 2 Kreuz 4, die entsteht hier unten. Wenn also das hier die Matrix A ist und das hier die Matrix B, dann entsteht jetzt hier A mal B, unsere 2 Kreuz 4 Matrix. Und jetzt müssen wir immer, wenn wir an irgendeine Stelle hingehen hier in der Matrix und ausrechnen wollen, was hier steht, dann brauchen wir die Sachen, die in der Zeile links davon und in der Spalte darüber steht. Also machen wir das mal. Was kriegen wir hier als ersten Eintrag in dieser neuen Matrix? Dann müssen wir die 1 mit der 0, die 2 mit der 1 und die 3 mit der 1 multiplizieren und das alles zusammenzählen. Also 0 plus 2 plus 3, das gibt eine 5 hier an dieser Stelle. Als nächstes kriegen wir 1 minus 2 plus 9 und das gibt 8. Dann haben wir 1 mal 2 plus 2 mal 0 plus 3 mal 0, also 2. Und 1 mal 0 plus 2 mal 2 plus 3 mal 0, also 4. Jetzt hier, wenn wir in die zweite Zeile gehen, dann brauchen wir nur noch die zweite Zeile der Ausgangsmatrix. Also 0 mal 0 plus 1 mal 1 plus 0 mal 1, das gibt 1. 0 mal 1 plus 1 mal minus 1 plus 0 mal 3 gibt minus 1. 0 mal 2 plus 1 mal 0 plus 0 mal 0. Das sind lauter Nullen. Und 0 mal 0 plus 1 mal 2 plus 0 mal 0 gibt eine 2. Vielleicht nochmal, wenn wir wissen wollen, wie kamen wir auf diese 8 hier, dann haben wir das so gemacht. Wir haben uns die Zeile und die Spalte angeguckt und hier gerechnet.
Na? 1 mal 1 plus 2 mal minus 1 plus 3 mal 3. Und das war dann gerade diese 8 hier.